Hi und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge, nein, einer neuen Serie Food is Medicine. Und zwar ist mir Folgendes aufgefallen, während ich so da saß und lernte und mich gerade auf innere Medizin und Chirurgie vorbereitete, dass erstaunlich oft bei sehr vielen eher kleineren oder Erkrankungen, von denen man nicht so viel hört, in meinen Lehrbüchern sehr häufig drin stand, dass Ernährungsumstellungsmaßnahmen sehr effektiv seien, beziehungsweise dass das die erste Herangehensweise ist, die man bei diesen Krankheiten wählen sollte. Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich da nicht eine Videoreihe drüber? Dann habe ich den Vorteil, dass ich mir diese Krankheit genauer angucke, als ich es tun würde, wenn ich nur für eine Klausur lerne, und habe die Möglichkeit, was von dem, was ich lerne, mitzugeben. Und habe auch die Möglichkeit, mal über kleinere Sachen aufzuklären, die man ja neben den großen Kategorien nicht so oft hört. Also das weiß jeder, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, alles ernährungstechnisch beeinflusst. Aber das gilt für viele andere kleine Zipperlein ja auch. Und wenn das auch noch die Lehrmeinung ist, dann brauche ich auch überhaupt keine Skrupel zu haben, da irgendwas drüber zu sagen. Und das erste Video heute. Also die Serie soll heißen Food is Medicine by Krankheit einsetzen. So, und heute ist das Thema Divertikulose bzw. Divertikulitis. Und ich nehme mal an, dass die meisten Leute von euch da noch nie von gehört haben. Mir war das auch kein Begriff. Ich habe zwei schöne Bilder vorbereitet. Achtung, Achtung. Das sind Ausstülpungen der Darmwand, also nach außen hin. Wenn man das zeichnet, sieht das so aus. Und wenn man das fotografiert, sieht das so aus. Also es sieht nicht schön aus. Ausstülpungen der Darmwand, die in den meisten Fällen den Betroffenen keine Probleme bereiten, also in 80% der Fälle jedenfalls nicht. In 20% der Fälle kann es aber auch zu Blutungen dann im Rektalbereich kommen, und es kann auch zu Schmerzen kommen, und zwar quasi auf der linken Seite im Unterbauch, gegenüberliegend vom Blinddarm. Also wenn man rechts unten Schmerzen hat, kann es eine Blinddarmentzündung sein. Wenn es auf der linken Seite ist, kann es eine Divertikulose sein. So, und der Grund, warum die meisten von euch und wahrscheinlich auch ich in dem Maße noch nie davon gehört haben, ist, dass es vor allem ältere Leute betrifft. Da heißt es, bei über 50-Jährigen käme es in 5% der Fällen vor, und bei über 85-Jährigen steigt das Ganze bis auf 70%. Das heißt, die meisten Leute sind davor wahrscheinlich in ihrem Leben nicht gefeit. Und ich habe mir dann mehrere Quellen dazu angeschaut, abgesehen von den Lehrbüchern, weil viele Quellen im Internet, zum Beispiel das DocCheck-Flexikon, was von Ärzten und Medizinern aufgebaut ist und so eine Art Mediziner-Wikipedia ist, und auch bei Wikipedia, und habe mir da durchgelesen, was dazu gesagt wird, weil die häufig mit einfacheren Worten hantieren, als es viele Lehrbücher tun, und man sich dann einfach leichter tut, den Stoff aufzunehmen. Und da heißt es im DocCheck-Flexikon: Die Divertikulose gilt als Zivilisationskrankheit, die durch ballaststoffarme Ernährung in den Industrieländern gefördert wird. Sie kommt gehäuft im höheren Lebensalter von über 70 Jahren vor. So, und wenn sich diese Divertikel, die ihr gerade wunderschön gesehen habt, gezeichnet und fotografiert, wenn sich diese entzünden, dann kommt es zu einer Divertikulitis. Also einer Entzündung dieser Divertikel, die halt auch wieder mit Schmerzen und Fieber und Entzündungsreaktionen etc. einhergehen. Und beides wird in erster Linie über eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten therapiert. Und wenn das alles nicht klappt, greift man zu chirurgischen Maßnahmen. Also das ist die Lehrmeinung dazu. Weitere Risikofaktoren sind halt hohes Alter, ist logisch bei dieser auftretenden Inzidenz, aber auch eine Bindegewebsschwäche, die auch in höherem Alter auftritt, eine Veränderung der Muskelstruktur und auch halt die Neigung zur Verstopfung. Und da sind wir wieder bei der ballaststoffarmen Ernährung. Ja, und dann hab ich mir Wikipedia durchgelesen, und die hatten da interessante Sachen zu berichten, weil man auch Studien gemacht hat in Bezug darauf, ob man mit ballaststoffreicher Nahrung diese Divertikulose verhindern kann. Und dazu habe ich Folgendes gefunden, denn das widerspricht sich leider.
Ob man der Divertikelkrankheit vorbeugen kann, ist nicht gesichert. Eine Nahrungsumstellung wird allgemein empfohlen, ne, Lehrmeinung. Dabei sollte der Anteil faserreicher, also ballaststoffreicher, nicht blähender Lebensmittel gesteigert werden. Dadurch wird der Stuhl weicher und kann den Darm leichter passieren. Es gibt allerdings eine Studie, das ist eine Studie aus dem Jahr 2012, laut der Ballaststoffe das Risiko erhöhen. Sollten wiederholte Entzündungen oder Engstellen auftreten, wird der Arzt unter anderem eine Operation empfehlen, um den von der Krankheit betroffenen Teil des Dickdarms zu entfernen. Also das ist eine Variante, man kann einen Teil des Dickdarms entfernen, man kann aber auch einzelne Divertikel entfernen. Aber erstmal wird immer gesagt, du hast Divertikulose, okay, integriere mehr Ballaststoffe in deine Ernährung. So, und dann geht es allerdings in dem Wikipedia-Artikel noch weiter und in dem Fall geht es mal wieder um die EPIC-Studie. Von der habe ich schon mal berichtet, ich packe euch das hier hin, im Zusammenhang mit DHA-Mangel bei Veganern. Das ist auch die Studie, über die ich schon mal geblockt habe, die zeigen konnte, dass es bei Vegetariern nicht weniger häufig zu Darmkrebs kommt, sondern teilweise sogar mehr, was aktuell von der Weltgesundheitsorganisation aber nicht so vertreten wird, da die Lehrmeinung vertreten, dass Fleisch und verarbeitetes Fleisch, also rotes und verarbeitetes Fleisch, durchaus zu Darmkrebs beitreten. Aber das ist interessant. Also ich will euch auch mal die Erkenntnisse dieser EPIC-Studie nicht vorenthalten. Da heißt es, laut einer prospektiven Beobachtungsstudie im britischen Ärzteblatt erwies sich vegetarische Ernährung als statistisch signifikant protektiv, also schützend, sogar unabhängig von einer ballaststoffreichen Ernährung. Also die haben festgestellt in der EPIC-Studie, dass es gar nicht darum geht, dass man sich ballaststoffreich ernähren muss, wie es in dieser anderen Studie von 2012 hieß, dass ballaststoffreiche Ernährung davor schützen kann, sondern es ging da wirklich nur darum, dass man sich vegetarisch ernährt, also dass man kein Fleisch isst. Zugrunde lag eine Analyse der Oxford-Kohortenstudie, der EPIC-Studie, mit einer Grundgesamtheit von 47.000 Teilnehmern. Bei dieser Alterskohorte kam es innerhalb von 11,6 Jahren nach Beobachtungszeit zu 812 stationären Krankenhausaufnahmen wegen Divertikulitis, also einer Entzündung dieser Divertikel. Darunter waren 6 Todesfälle. Die Epidemiologin Francesco Chow, ist Francesco jetzt neuerdings ein Frauenname, okay, von der Oxford Universität, wies nicht nur, wie schon aus der früheren Health Professionals Follow-up-Studie bekannt, und erwartet einen inversen Zusammenhang mit dem Fasergehalt des Gegessenen nach. Sie fand zudem, dass Vegetarier zu 31% seltener an einer schweren Divertikulitis litten als Fleischesser. Also, wenn man nun an Divertikulose leidet, wird einem dazu geraten, ballaststoffreiche Nahrung zu essen. Das sind Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte. Wenn man das bisher nicht gemacht hat und eine Divertikulitis entwickelt hat, also eine Entzündung dieser Divertikel, dann ist die erste Maßnahme, die man macht, Nahrungskarenz, sprich Fasten, bis sich diese Werte gebessert haben und wenn sich da keine Besserung einstellt, muss operiert werden. So, und was sagt uns das? Mal wieder, wir haben hier wieder eine Krankheit, wo es gut sein kann, viel Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte zu essen, wenn man diese Krankheit gar nicht erst bekommen will oder wenn man sie schon hat und sie irgendwie heilen will. Also was heißt heilen? Ich habe nichts dazu gefunden, dass durch die Einführung einer ballaststoffreichen Ernährung die Divertikel zurückgehen. Könnte sein, hängt vielleicht vom Alter ab. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Studie dazu gibt, ob man das jemals untersucht hat oder ob man 70-Jährige dazu gekriegt hat, mehr Ballaststoffe zu essen. Vielleicht gibt es da gar keine Forschungsergebnisse zu. Aber das ist derzeit die Lehrmeinung und ich sehe nicht, was daran falsch sei, mehr Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte zu essen. So, das war's für heute. Ich sag ciao, bis bald, eure Silke.